So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Ihr wisst, was jetzt kommt. Genau. Der eigentlich kommt der dann, das ist der Hannes. Aber weil das nicht der Hannes ist, sondern das ist der Hannes, ist das nicht die Jenna, weil die Jenna ist ja die, die ist nämlich jetzt da. Und ich habe eben schon ein Intro aufgenommen. Aber ich glaube, das Video mit dem Level Up kommt halt nach dem anderen. Dann passt das ja, weil man erst sieht, wie sie noch nicht da ist. Und jetzt sieht, wie sie dann auf einmal da ist. Ist aber ein schönes Auto da hinten, sehe ich jetzt erst gut. Welche Forschung meine ich eigentlich? Da ist grün dran, habe ich gesehen. Passend dazu, dass jetzt Shenaya angekommen ist und wir sowieso einen Raid zusammen machen wollen dann, den wir auch schon gefunden haben beim Portal Hauptkaserne, gucke ich mal hier in mein Spiel rein, auf mein Männchen, bei seinem Level. Und das seht ihr ja, Level 40. Zwei von vier Aufgaben für Level 41 sind schon fertig. Es fehlt nur noch ein einziger Raid. Und verwende 20 Mal ein Power-Up bei legendären oder mysteriösen Pokémon. Hannes war so nett, der hat mir die Tage eine Meltan-Box rübergeschickt, weil irgendwie kann ich mich gerade bei Pokémon Home nicht anmelden, sonst hätte ich das selber gemacht mit der App. Er hat es mir von seiner Switch rübergeschickt, habe ich da ein paar Meltan jetzt da, ein paar Bonbons. Da werde ich gleich ein paar pushen. Damit wir dann mit dem letzten, mit dem 30. Raid zusammen mit Shenaya und zusammen mit Hannes zusammen einfach dann in das Level abmachen. Übrigens ist das hier ein sehr grün leuchtender Beutel, ja, wo Bierpower draufsteht, mit einer Geprost-Cabby und einem Go-Asia-Beutel. Ist da eigentlich was Cooles drin oder ist der Beutel nur als Beutel dabei? Ein Bierbeutel ist das. Ach du meine Güte, Bier. Bier, das ist erst mal Bierpause. Bierpower-Pause. So, fertig. So, wir sind jetzt an der Arena angekommen. Müsst ihr hier auch nochmal sehen. Das ist also das Portal Hauptkaserne Meiningen. Sieht aus wie eine Brauerei. Da sind auch die zwei Brauereipferde. Da fügt sich nämlich alles zusammen. Ich habe ja schon mal gesagt, das sind ja die zwei Pferde im Stall, ne? Warum auch immer. Man kann da viel hineininterpretieren. Hannes ist total begeistert. Hans, guck in die Luft, ne? Ja. Und wenn du hier durchläufst, ist sogar direkt schon die nächste Arena hinten dran. Ich darf nicht vergessen, vor lauter Aufregung gleich noch meine Meltan zu pushen. Da gehen wir jetzt mal hin. Da drüben, ach, wie so ein kleiner Park, ne? Und hier ist so ein Ding. Was das für ein Ding ist, das seht ihr jetzt. Wo bin ich? Laufen wir noch ein Stück, ne? Ach, so schöne Laufszenen im Video sind auch immer wieder was Herrliches. Wie wird, guck mal, das siehst du nirgendwo anders. Wer läuft schon so schön rum? Das ist hier Stele und ist auch eine Arena. Ich weiß aber nicht, was das darstellen soll oder was das ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt Push-Ups. So, wie in einem alten MTV-Musikvideo machen wir den Breitmaulfrosch, nur mit den Beinen. Gucken mal hier rein, gehen jetzt mal auf die Meltans. Meltan, die habe ich nämlich geordnet und habe mir die ganz klein aufgehoben. Hier WP13, da kannst du schön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn du 10 Bonbons brauchst, weißt du, das sind schon mal 10 Pushs. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, da brauchst du mehr als einen Bonbon, aber nö, der hat immer noch. Ich glaube, einen 13er hebe ich mir auf. Ich drücke mal auf den und gucke mal, ob hier auch 10 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Hä? Da hätte ich ja einfach 20 mit einem machen können. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Na egal, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Meldern gepusht. Ich feiere immer noch, dass der Main damals ein 100% Meldern gekriegt hat, Metall draus gemacht hat und du kannst bei denen so gut Bonbons farmen, XL farmen. Ich habe mehr XL gehabt als normale Bonbons, nur durchs normale Fang. Das siehst du sonst auch nirgendwo, weil das ja als legendäres, mysteriöses zählt. Jetzt müsste das also fertig sein. Und 3 von 4, genau, wir brauchen genau nur noch den einen Raid und dafür müssen wir wieder an die Ecke. Dauert 15 Minuten, dann Level Up. Sind ja nur 2, passt. So, da ist der Schlinking auf. Wir können eigentlich jetzt rein. Und ich muss den Kaiser Kai einladen und den Creeper. Ihr könnt ja auch einladen und mal gucken, wer gerade online ist oder so. Der Ivar Mill, der macht auch mit. Der kann auch einladen. Also online ist Jolix, Flex, Bogehander. Ha! Jetzt muss ich hier wieder zurück.
Ja, den Raid lässt man jetzt natürlich ganz drin, weil das ist ja ein besonderer Raid. Und der ist ja für das Level Up. Da kann man ja nicht einfach jetzt was anderes machen. Deswegen gehe ich jetzt mit dem auch mal rein. Die blutigen Tiere sind auch am Start. Danke für dieses große Ereignis, dass ihr dabei seid beim offiziellen Levelaufstieg vom Habanero-Account von 40 auf 41. Grüße gehen raus an die blutigen Tiere, an den Aiwa Schaf, an die Shenaya, an den Kaiser Kai. Doppelt Dank an den Kaiser Kai, der hat mir nämlich das C-Day-Ticket geschenkt für den Praktibalk C-Day. Grüße an den Linus, besonderer Dank an den Linus, weil das ist mein allererster Hyperfreund auf dem Account. Gestern beim Raid aufgestiegen, bam! Aber, also ist nicht schlimm, wer durch Raid aufsteigt oder so, ist doch cool. Ihr spielt ja wenigstens mit mir zusammen und das ist viel wert. Grüße auch an den Creeper2Go, an den Ibermild, an den Bogehander und an den Matze Nottland. An den Bowling Ball, boah, wer hat den eingeladen? Ich. Hannes, du Schlingel, du. Und wer hat den Matze eingeladen? Auch ich. Also habt ihr beide, die beiden eingeladen? Ach so, ich wollte erst... Habe ich auch Matze eingeladen? Ich weiß, ich glaube, Matze habe ich nicht eingeladen, aber stand auch da. Hat ja jetzt auch eine Null vor dem Namen, denn ihr denkt, wenn eine Null ist, ist nichts, aber die Nullen sind die, die kommen zuerst und nehmen das Beste mit. Wenn jeder eine Null vorne hat, ist auch wieder dumm. Ja, dann ist die Reihenfolge wieder gleich, das passt. So, mit was kämpft ihr so? Das hier ist hier total Fee und das ist alles komplett Kampf. Also bei mir ist es eine bunte Mischung aus Kampf und Fee. Also nee, bei mir ist mehr wieder Togekiss. Ich habe wieder 4 oder 5 Togekiss drin im Start. Ja, der Hannes hat ja seine Togekiss-Armee. Hat ja Solo letztens gemacht, das darf man ja jetzt sagen, weil wenn das online kommt, ist ja das dann schon online und deswegen kann man das jetzt sagen. Ich habe geschwitzt und gebangt, dass er es schafft, mit seinen Togekiss-Dingern da das Ding niederzuknüppeln, aber hart funktioniert. Hannes hat einfach gemacht. Ne? Jo. So, jetzt ist auch schon kaputt. Mal gucken, wenn jetzt noch ein Shiny dabei ist in der Runde, wäre das auch nett. 16,50 ist der 100er Wert, den wahrscheinlich keiner hat, aber egal, gucken wir mal kurz rein. Drücken uns hier durch. Grüße an den Bowling Ball, an den Sven. Ne? Das freut mich immer, den Sven. Ohne den ja auch die Raids für Zuschauer gar nicht mehr gegangen wären. 16,12. Jetzt schauen wir mal hier. So, 21 Bälle. 15,97. Da kriegst du wieder das Schlechteste. Das kann doch nicht sein. Jetzt schnell fangen. Ah, es war wieder zu weit und zu hoch. Eigentlich mal sehen, was für ein schönes Gebäude da drüben ist. Ja, gut. Das sieht ja aus wie beim Jackie Chan is Nobody. Ne? Jetzt müssten nur noch die sich da prügeln und durch die Fenster werfen. Und dann denkst du hier, du bist im Warner Brothers Movie Park. Ist cool. Beim Verlassen des Fangbildes müsste direkt das Level Up aufplatzen. Und dann sind wir gespannt, was die Levelaufgaben sind. Die habe ich nämlich vergessen. Shenaya denkt, dass das was mit dem Evoli zu tun hat. Dafür habe ich Evolis gesammelt. Und ich werde, glaube ich, sowieso ein Video dann machen, wie ich halt jeden Namen nochmal zeige, eingebe, gezielt über die Namen entwickle und gleichzeitig erkläre, wenn man die Namen schon verwendet hat, wie man es noch entwickeln kann. Das ist, glaube ich, als Auffrischung ganz gut. Wer die Namen nicht mehr weiß, weiß dann die Namen. Und wer die Namen schon hatte, weiß dann, was man ohne die Namen machen kann, um zu entwickeln. Ne? So. Ist doch eine gute Idee, sage ich mal. Jetzt müssen wir noch drin bleiben, sonst geht das Video wieder 5 Stunden. Tu. Und ich habe jetzt wirklich das Schlechteste. 15,97. Ich habe 16,22. Also hast du das Beste? 16,15. Der andere hatte, glaube ich, 16, 19 oder so. Mann! Aha, wenn man besser wirft, bleibt es auch mehr drin. Ne, 16, 12. 13. 16, 12 war der Milde. Und er hüpft und hüpft und hüpft. 13, 14, 13. Schöne, gemütliche Gegend hier. Das ist so, so musst du Pokémon spielen mit anderen Menschen an der Arena dran. Ne? Ah, Luxus. Und dann fahren sie wieder weg und dann stehst du wieder und redest alleine hier mit der Laterne und dann denken die Leute wieder, was ein Kloppi, Alter. So ist das leider. Jetzt ist es drin. Man muss nur auf die Mitleidsschiene drücken. Wir gehen mal durch. Wir bewerten den nicht. Wir gucken uns an. Das Level Up auf Level 41. Jetzt habe ich schon wieder die Items voll. Was
verdammt nochmal. Zum 41er. Ja, Glückwunsch. Jetzt gibt's eine Brille, eine super Brille. Und einen Raid Pass, falls ich mal eine Raid-Tour machen will. Gewonnene Raids, 30. Wie viel hat man gebraucht? 30. Wie viel habe ich gemacht? 30. Versteht ihr? Genau so war's. 33.000 Pokémon, 13 Pokestops. Und das hatte ich ja, das konnte ich ja früher nie zeigen. Ich hatte, bevor es diese Übersicht gab, mit den Statistiken und dem Zeugs, ist man ja schon Level 50 gewesen und dann haben die erst das eingeführt, sodass du für jedes einzelne Level-Up diese Zwischenschritte siehst, wie viele Raids du gemacht hast in jedem einzelnen Ding. Ist das denn auch vor Level 40 schon? Ich weiß es gar nicht. Nee. Oder ist das ab Level 40? Ich glaube erst, vielleicht ist es auch bei jedem mittlerweile. So, Level 42, entwickelt Evoli zu jeder seiner komischen Entwicklungen. Verwende 15 mal Items, um Pokémon zu entwickeln. Lande 3 fabelhafte Würfe. Verwende 200 Bären. Das aber in einem extra Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Jetzt muss ich extra das abreißen. Und die Shenaya. Fürzt du dich auch? Gut, so, die ganzen Fürzer da.